So, hier sind wir letztes Mal stehen geblieben. Wir sind immer noch bei den Robotern. Ich hab's immer noch nicht geschafft. Ist doch nicht wahr. Ist ja gut. Ach so. Dann mache ich hier mal kurz einen kleinen Cut am Anfang der Folge. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir auch wieder. Ich musste das Internet anschalten, weil ihr habt es ja gelesen, sonst wird das Spiel abgestellt. Keine Ahnung warum. Die so doof sind. Offenbar fehlen dem Aufzugmotor seine Relikte. Nack, bringst du ihn wieder zum Laufen? Keine Ahnung, warum PlayStation 4 Spiele heutzutage so kompliziert werden. Für überall braucht man Internet. Das hasse ich. Zum Beispiel, wenn einer was spielen will, wo man Internet braucht, und er hat kein Internet. Ja. Also PlayStation, macht mal was dagegen. Nicht immer Internetzwang. So, jetzt habe ich meine Meinung gesagt. Bin ich auch wieder zufrieden. Ein Kristall habe ich auch wieder voll. Und nochmal von Anfang. Seine Bomben selber. Ich krieg immer den falschen Knopf, keine Ahnung warum. Sind nah dran. Wow! Ganz recht, Lukas. Hier kannst du mal echte Minenarbeit sehen. Erde wegräumen. Objekte freilegen, Relikte bergen. Victors Familie gräbt hier schon seit 100 Jahren. Wozu sind die Kraftfeldschranken? Ah, also da sind diese Dinger, die sehr wütend werden, wenn wir die Relikte bergen. Bleib zusammen. Und lass uns hoffen, dass wir denen nicht begegnen. Wir begegnen denen. Ist doch schon klar. Thank you.
Ratz. Rüstung vom Kopf gehauen. Keine Kristalle und weiter. Halt! Da vorne ist eine Wache. Das sind die Viecher. Alter. Ah, es sind so Ölfässer-Dinger. Letztes Mal vergessen. Vorhin. Mal gucken, was die Ölfässer jetzt mal mit mir machen. Ah. Ich darf die gar nicht berühren, ey. Wieder meine ganzen Teile für den Fahrstuhl nutzen. Ist ja auch mal was. Geht alles verloren. Okay, ich sage dir alles, was der du willst. Ja immer noch. Ach, wer sagt's denn? Wo sind diese Waffen hergekommen? Die Sache läuft wie folgt. Wir sammeln die Relikte und von Zeit zu Zeit kommt Gandahar vorbei mit seinem Luftschiff. Und es gibt einen Tausch. Und zwar Relikte gegen Waffen. Ich weiß nicht, von wo er kommt. Wir warten einfach. Welche Art von Luftschiff? Also, das ist schwer zu beschreiben. Siehst du doch einfach selbst an. Oh nein. Oh, oh Mann. Ryder ist in Gefahr. Was ist der, Phoebe, Alter? So, was ist dir passiert? Der Große könnte den Kleinen voll fertig machen, Alter. Nein! Du wagst es noch zu schießen, wenn ich dich angreifen will? Ha, seht euch diese Bauten mal an! Wir sind jetzt da, wo Victor die Riesenrelikte gefunden hat. Ja, Alter.
keine Probleme, wa? Schade, ich kann sie nicht aufnehmen. So. Nächster Fahrstuhl. Da ist es. Unser Reiseziel. Brauchst du gar nicht die Großen zu markieren. Letzte Mal. Ratz aus der Rüstung hauen. Ach du Scheiße. Ah, verdammt. War aber ein Versuch wert. Wir hier unten. Mach's kaputt. Zack.
Mary. Wir sind am Ziel. Hoffentlich. Und jetzt, der Moment der Wahrheit. Ach du Scheiße. Victor hatte recht. Riesenrelikte, und zwar in unfassbaren Mengen. Neck, es ist soweit. Öffne die Tür. Was, das ist nicht gefährlich? Wir öffnen jetzt für Victor die Tür, ne? Das ist ja geil. Noch nicht alle Teile. Ich bin nicht der Schlüssel. Was denn dann? Wirklich berechenbar, Doktor. Siehst du, wie ich gesagt habe. Wir brauchen wirklich nur zu warten. Sie werden kommen. Tja, das ist bedauerlich. Ich hatte gehofft, diese Hürde endlich zu überwinden. Also, was geschieht jetzt? Sie haben Einfallsreichtum gezeigt, indem Sie es hierher geschafft haben, Doktor. Ich hoffe, Sie schließen sich mir an und helfen beim Durchbrechen dieser verflixten Tür. Tja, Neck, wenn du nicht der Schlüssel bist, hast du für mich leider überhaupt keinen Nutzen mehr. Ausschalten! Ausschalten! Scheiße! Nein! Neck! Muss ich da wieder hoch, oder was? Oh, Mann. Kleine Neck. Ganz allein. Kann Neck wieder 3 Meter groß werden? Was passiert, wenn ich da reingehe? Ein bisschen größer. Was für eine Kugel. Oh,
wie es weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.